Happy Birthday oder sowas. Was ganz Einfaches, was einfach jeder kennt auf der Welt. Jingle Bells zum Beispiel. Auch super. Mein allererster Lieblingssong, wo meine Mom sogar früher aus dem Einkaufsladen rausgelaufen ist, weil es dort im Radio lief, sie extra im Auto das Radio angemacht hat, war Safri Du. Wie heißt der Song von denen damals? Ich kannte es immer nur als Safri Du, weil das Stück einfach nur Schlagzeug besteht und fetter Trance-Musik. Deswegen bin ich jetzt der, der ich bin. Liebeskummer. Ich komme ja aus der Metal-Szene, von daher habe ich immer sehr früh angefangen. Also das erste Album, was ich hatte, war das Mutteralbum von Rammstein. Liebeskummer-Song. Ich glaube, ich habe dann so Linkin Park-Balladen gehört. Das ist immer unterschiedlich, je nachdem, was man gerade für eine Stimmung hat. Letztens war das von, ich bin echt so schlecht bei Namen. DJ Khaled, Justin Bieber, aber wie heißt der Song dazu? Perfekt. Okay, das war jetzt halt. Dann sage ich jetzt mal einen von Justin Bieber und DJ Khaled. Mein erstes Live-Konzert, bei dem ich war, da war ich so, ich glaube 15, 16, das war im Riders Café in Lübeck. Da waren 120 Leute, da hat Casper gespielt und das Vorband Kraftklub. Relativ klein, relativ geil. Ich würde sagen, viele eigene und ich glaube, bestimmt, wenn es losgehen würde, der Song Numb von Linkin Park. Das waren Coversongs bei YouTube. Ich habe früher immer einer Gruppe gefolgt und deswegen auch angefangen, Gitarre zu spielen. Das war Boys Avenue. Und die haben immer so alle möglichen Popsongs genommen, die gerade rauskamen und dort daraus super schöne Balladen und Akustiknummern gemacht. Deswegen habe ich mir eine Gitarre gekauft und gespielt. Da die aber alles Mögliche gecovert haben und gespielt haben, gab es gar nicht einen Song, sondern ich habe versucht, gleich 10, 12 gleichzeitig zu spielen. Boah, ich würde sagen, der erste Song, den ich auf Gitarre spielen konnte und singen konnte, war Wie soll ein Mensch das ertragen von Philipp Poisel. Aber dann ging es auch schon los mit den ganzen Akkorden von den Boys Avenue Songs. Ich würde gerne mal ein richtiges Feature mit einer Frau machen wollen. Von daher würde ich sagen, Johannes Oerding. Nein. Also mit dem mache ich sehr gerne Musik. Vielleicht mit Sarah. Sarah Connor, vielleicht so eine deutsche schöne Ballade machen. Oder mit Lena, wenn sie Bock hat, auf Deutsch was zu singen. Also in der Popmusik würde ich sagen, Dermot Kennedy. Das erste Album Without Fear war so das, was ich bis jetzt am meisten gehört habe. Und in der Metal-Szene Asking Alexandria. Also für die GEMA, Last Christmas. Welchen Song hätte ich mitgeschrieben? Viele Songs, die ich gerne geschrieben hätte. Aber ich glaube, wahrscheinlich wäre es ein Weihnachts. Happy Birthday oder sowas. Was ganz Einfaches, was einfach jeder kennt auf der Welt. Jingle Bells zum Beispiel. Muss ich mich für einen entscheiden? Jingle Bells. Jingle Bells ist schön. Ich würde sagen, das ist immer so, gerade wenn ich live spiele, der Song ist, mit dem alles bei mir angefangen hat. Und das wäre dann Musik sein und danach kommt hier mit dir. Ey, da müsste Musik sein. Überall, wo du bist. Und wenn es am schönsten.